macht Spaß. Es sind Sommerferien in Ponty Pandy. Es ist heiß, die Sonne brennt vom Himmel. Norman Price möchte heute eine kleine Klettertour in den Bergen machen. Es soll zur geheimnisvollen schwarzen Quelle gehen. Boah, ist das aber heiß heute. Hoffentlich ist es nicht mehr so weit bis zur Quelle. Da kann ich mich hoffentlich etwas erfrischen. Aber zuerst muss ich hier irgendwie noch runterkommen. Ganz schön hoch. Aber wenn ich hier über die Seite klettere, ja, das sollte gehen. Jetzt hier noch die Spalte hindurch. Oh Mann, ist das eng. Aber es geht irgendwie. Ah, nein, ich stecke fest. Ich hab's doch geschafft irgendwie. Geschafft. Norman hat es von dem großen Felsen heruntergeschafft. Mit seinem Fernglas kann er bereits die geheimnisvolle schwarze Quelle sehen. Cool, da hinten kann ich schon die Quelle sehen. Aber jetzt muss ich hier noch runter. Norman klettert immer weiter in Richtung Quelle. Boah, was für eine Hitze. Nur noch um diesen Felsen herum? Ja, da vorne ist die Quelle. Ich kann sie jetzt schon ohne Fernglas sehen. Wenige Minuten später erreicht Norman die schwarze Quelle. Ich hab's geschafft. Da ist die Quelle. Norman erfrischt sich gerade am kühlen Wasser der Gebirgsquelle, als ein heftiges Sommergewitter über den Bergen aufzieht. Oh nein, was ist denn das? Es wird ja ganz dunkel und es fängt an zu regnen. Die ersten Blitze sind am Himmel zu sehen. Was soll ich bloß machen? So ein Gewitter in den Bergen ist nicht ungefährlich, habe ich gehört. Ich muss mich irgendwo unterstellen. Warte, da hinten. Da scheint eine Art Höhle oder sowas zu sein. Ja, da könnte ich Schutz finden. Norman kann unmöglich zu Fuß zurück. Das Gewitter wird immer stärker. Ich muss irgendwie Hilfe holen. So komme ich niemals zurück. Ich rufe am besten die Bergwacht. Der Notruf geht in der Bergwacht von Ponty Pandy ein. Oh nein, ein Notruf. Scheinbar aus den Bergen. Bergwacht hier? Oh, verstanden. Ich bin sofort unterwegs. Norman scheint in den Bergen eingeschlossen zu sein. Ich würde sofort mit Wallaby starten. Nur noch meinen Helm. Und hoch zum Helideck. Thomas springt sofort in das Cockpit von Wallaby, lässt die Triebwerke des Hubschraubers an und hebt ab. Wenige Minuten später erreicht Tom Thomas die Berge. Das Gewitter ist bereits weitergezogen, dennoch regnet es weiterhin sehr stark. Ah, da unten, ich sehe Norman. Er scheint in einer Höhle Chips gefunden zu haben. Ich werde Wallaby direkt über die Höhle fliegen. Da scheint Tom mit Wallaby zu sein. Hier bin ich, hier. Tom lässt
die Rettungsschlaufe an der Winde von Wallaby herunter und fliegt so weit wie möglich an Norman heran. Norman legt sich die Rettungsschlaufe um. Und Tom kann Norman mit Hilfe der Winde an Bord holen. Norman ist in Sicherheit. Ganz schön heftig, so ein Gewitter in den Bergen, oder Norman? Oh ja, aber gut, dass du so schnell kommen konntest. Es ist ein ruhiger Frühlingstag in Ponty Pandy. Mike Flood ist gerade auf dem Weg zum Leuchtturm. So, da wäre ich. Hey Leute, ich muss mir heute die Steigeisen des Leuchtturms angucken. Das sollte schnell erledigt sein. Ist bestimmt alles in Ordnung. Mike arbeitet sich Steigeisen für Steigeisen nach oben vor. Hier sieht alles gut aus. Die Steigeisen sind in Ordnung. Aber warte, hier, das eine Eisen ist fast durchgerostet. Ich befürchte, ich muss es austauschen. Aber so wird das nichts. Ich brauche mein Schweißgerät aus der Werkstatt. Das werde ich mal schnell holen gehen. Damit in der Zwischenzeit niemand auf den Leuchtturm steigt, sperre ich die Leiter lieber noch einmal ab. So, das sollte ausreichen. Ich bin ja auch gleich wieder da. Nur noch schnell das Werkzeug verpacken, die Klappe zu und los geht's. Und ab geht's zur Werkstatt und schnell das Schweißgerät holen. Wenige Minuten später trifft Norman Price mit seinem nagelneuen Walkie-Talkie am Leuchtturm ein. Hey, Leute, guckt mal, mein neues Walkie-Talkie. Das habe ich zum Geburtstag bekommen. Mal gucken, ob mich jemand hören kann. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Nur Rauschen. Scheinbar habe ich hier unten keinen Empfang. Ob ich da oben auf dem Leuchtturm eventuell besseren Empfang habe? Mal gucken, wie ich da am besten hochkomme. Mist, eine Absperrung. Ach, egal. Wird schon keinen stören, wenn ich da mal kurz raufklettere. Nur kurz die Absperrung zur Seite und fertig. Jetzt kann ich hochklettern. Oh Mann, das ist ganz schön anstrengend. Nanu, das eine Eisen scheint hier locker zu sein. Aber mich hält's wohl noch aus. Nur noch eine Stufe. Geschafft. Ich bin oben. So, dann wollen wir mal das Walkie-Talkie von hier oben ausprobieren. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Hallo? Oh nein, mir ist das Walkie-Talkie aus der Hand gefallen. Wie komme ich da bloß wieder ran? Warte, wenn ich hier über die Brüstung steige, komme ich irgendwie ran, glaube ich. Ah, ich rutsche ab. Hilfe, ich häng hier. Oh nein, jetzt ist mein Walkie-Talkie auch noch runtergefallen. Hilfe! Hilfe! Ich kann mich kaum noch halten! In diesem Moment kommt Elvis mit Venus am Leuchtturm vorbei. Hey, Norman! Was machst du denn da? Das ist doch gefährlich! Ich weiß! Ich häng hier! Ich komm hier nicht mehr hoch! Ich rutsch gleich ab! Keine Sorge, Norman! Ich werde schnell auf den Leuchtturm klettern und dich einfach hochziehen. Nein, das geht so nicht. Die Steigeisen sind kaputt. Die halten dich nie aus. Oh, okay, Norman. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Ich muss die Zentrale anrufen. Wir brauchen Hilfe. Hallo, Zentrale? Hier ist Elvis. Ich brauche dringend Hilfe am Leuchtturm. Männer, und Frauen?
Quicklinken braucht Hilfe am Leuchtturm. Sofort in die Fahrzeuge. Wir rücken sofort aus. Wenige Minuten später treffen Sam und Penny mit Jupiter am Leuchtturm ein. Okay, Elvis. Da wir die Steigeisen nicht nutzen können, sollten wir das Sprungtuch nutzen. In Ordnung, Sam. Ich werde es gleich aus dem Fahrzeug holen. Hey, Norman. Wir bauen jetzt das Sprungtuch auf. Bei drei lässt du dich fallen, okay? Ja, okay. Ich kann mich kaum noch halten. Alle bereit machen. Ich zähle jetzt. 1, 2 und 3. Geschafft. Norman ist sicher im Sprungtuch gelandet. Norman, was hast du dir dabei nur gedacht? Außerdem war der Leuchtturm doch auch gesperrt. Ja, ich weiß. Ich wollte doch nur mein neues Walkie-Talkie ausprobieren. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Ponty Panty zu Ende. Wenn ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden erleben möchtet, schaut doch mal bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da. Denn unter allen Abonnenten werden wir ab sofort jeden Monat tolle Preise verlosen.